Ich hatte jetzt einen schwierigen Sommer mit dem ersten Mal eigentlich nicht wirklich trainieren, nicht wirklich Lauftraining oder Krafttraining gut machen wegen der Achillessehne. Ja, Deutschland hat eine grosse Bedeutung für mich. Ich habe fast ein Drittel meiner Karriere dort verbracht. Sportlich bin ich extrem lange dort, 12 Jahre lang. Unsere beiden Kinder sind in Deutschland geboren, mit Hochdeutsch aufgewachsen. Durfte in einem Verein spielen für 12 Jahre, habe ganz, ganz viele Höhen, ganz viele Tiefen erlebt. Das hat mich extrem geprägt, als Spieler einerseits, aber auch als Mensch. Und jetzt dort in das Land zurückzukehren und auch viele Leute irgendwo durch zu begegnen, die ich früher als Mitspieler hatte oder als Freunde hatte oder auch jetzt noch viel Kontakt habe, das macht das Ganze extrem speziell. Ganz ehrlich, ich glaube schon, dass Andi in der Lage ist, mit 40 Jahren ein dominanter Spielmacher immer noch zu sein. Er ist ein herausragender Stratege. Er ist jemand, der das Spiel verstanden hat wie kein Zweiter und der Regie führen kann vor allem wie kein Zweiter. Und deswegen ist er in der Lage, mit dieser Schweizer Nationalmannschaft, die durchaus Talent hat, Deutschland im Eröffnungsspiel zu ärgern. Wir haben eigentlich einen sehr engen Austausch immer noch. Ich habe mit ihm schon über Jahre jetzt Kontakt gehabt. Er hat angefangen als Kommentator. Du hast dich ja immer wieder gesehen und hast miteinander geschwätzt, vor dem Spiel, nach dem Spiel. Jetzt mittlerweile telefonieren wir auch ab und zu. Er fragt mich gewisse Sachen bezüglich Spieler, bezüglich was ich von dem halte etc. Ich frage ihn gewisse Sachen. Der deutsche und der Schweizer Handball ist sehr schwierig zu vergleichen. Was man sicherlich in der Schweiz so ein bisschen abschneiden und schieben, ist Selbstvertrauen, das die Deutschen mitbringen. Sie machen gut und sie reden darüber. Und das stellen wir vielleicht auch ein bisschen hinten nach, dass wir ein bisschen vorsichtiger sind, ein bisschen demütiger unterwegs sind. Das ist gut und recht, aber da können wir uns schon Scheiben abschneiden, manchmal ein bisschen mehr Selbstvertrauen in die ganze Sache reingehen. Und jetzt bin ich mit einem Trainer dran, mit einem persönlichen Trainer, den ich zur Seite gezogen habe, der mich jetzt wieder zu lernen auf ein gewisses physisches Level bringen. Da will ich jetzt auch wirklich alles, was ich habe, will ich noch investieren. Und ich will nichts unversucht zu lassen, dass mein Körper auf Top-Niveau ist. Und das wird mir dann auch nur die geistige Freiheit geben, mich dann aufs Handballspielen zu konzentrieren, wenn ich weiss, mein Körper funktioniert. Und darum haben wir jetzt da einen Trainer noch zur Seite genommen. Ich hatte dann immer so eine schwierige Beziehung zur Nationalmannschaft und habe dann auch noch schon ein paar Mal müssen überlegen, macht es Sinn, die Zeit, die Freizeit, die ich dann habe, die ich mich erholen vom Bundesliga-Alltag, ob ich das dann investiere in die Nazi. Dann hat sich das Ganze ein bisschen gewendet mit 2016, wo der Michi Sutter dazugekommen ist, wo viele Junge dazugekommen sind, die den Handballwillen hatten, die den Ehrgeiz hatten. Und das hat mir schon noch eine neue Kraft gegeben, neue Motivation gegeben, zurück in die Nazi zu kehren, da wirklich noch irgendwo auch ein Happy End gestalten, für mich persönlich. Und wenn du dann gut spielst, dann wissen wir, dass du gegen alle Nationen eine Chance hast. Und das werden wir auch im Januar haben. Aber nur, wenn wir gut spielen und also die gewisse Lockerheit reinbringen können, obwohl es extrem schwierig wird, das hinzubekommen.